Hi ihr Lieben, ihr wisst ja, dass heute der Todestag ist von Jürgen Klunker, der ist heute gestorben, ist 79 Jahre alt geworden. Der ist nach 1994, nachdem Edgar Ott gestorben ist, in den Rollen aufgetreten, also in den Ikonenrollen aufgetreten für Sinclair in den Dinos, Benjamin Blümchen, Baloo der Bär für Disney. Das Dschungelbuch 2 habe ich leider nicht gesehen, aber er war unter anderem auch eine Synchronstimme für Donald Sutherland, Chuck Norris und Morgan Freeman. Und von Mr. Krabs aus Spongebob Schwammkopf hat er den Mr. Krabs gespielt. Er war Schauspieler, Hör- und Synchron- und Hörspielsprecher. Und unter anderem hat er auch, und das ist das Thema für heute, in der Folge Der Feuergeist, 158 ist die Folge. Die drei Fragezeichen und der Feuergeist hat er mitgespielt. Und da hat er den quasi den Ronald Powder gesprochen. Diese Geschichte kriegt von mir eine 3, weil Justus am Ende den Erklärbären wieder loslassen muss. Sie ist spannend, erzählt keine Frage, ist für Kinder geeignet, keine Frage. Man kann sie beim Schlafen gut anhören, aber sie plätschert mehr so dahin. Das ist auch wieder ein Punkt Abzug. Ne? Das ist genauso, wenn Justus am Ende alles erklären muss, weil die anderen das nicht verstanden haben und teilweise der das hört auch nicht. Das sind immer so Punkt Abzüge für mich. Ihr wisst ja, wer mich so ein bisschen kennt, ist ja, dass ich Folge Ameisenmensch immer noch als die beste Folge ever ansehe. Oder Karpatenhund oder ja auch andere Folgen, die sind einfach besser. Natürlich muss man ein bisschen davon unterscheiden, von der Stimme, weil damals waren sie ja jünger, heute sind es ja erwachsene Männer. Die Folge kann man sich gut anhören, die ist jetzt nicht nervtötend oder irgendwas, aber sie plätschert so dahin. Das ist, mir fehlt so die Liebe zum Detail. Die sehe ich da nicht. Das ist so schnell auf Kommerz produziert, kann man sich anhören, ja, keine Frage. Müssen wir allgemein ranken, nochmal überlegen mit allen Folgen, wo wir welche einordnen. Das machen wir mal in einem gesonderten Video. Aber nur damit ihr es mal wisst, so wie ich das sehe. Was hier auffällig ist, vielleicht seht ihr das, die hat 13 Titel, was schon sehr ungewöhnlich ist. Also meistens haben die ja mal so 6 oder 8, 7. Das hier alles ist eine CD. Also die 13 Tracks sind ja nicht mehrere CDs, das ist eine CD, ne? Wenn man da mal so reinschaut, ups, da rutscht mir das schon raus. Ich habe die auch nur gebraucht gekauft. Die habe ich diesmal jetzt nicht original ausgepackt. Ja. Also macht euch da mal ein eigenes Bild zu der Folge. Schreibt mal in den Kommentaren drunter, wie ihr die findet. Sie ist auf jeden Fall nicht in meinen Top 10. Ob sie in meinen Top 100 ist, würde ich sagen, wahrscheinlich auch nicht. Ja, was gibt es zu der Folge zu sagen? Die privat geführte Oper Califia in Rocky Beach steht vor dem finanziellen Aus. So ist es nicht verwunderlich, dass die drei Fragezeichen zunächst an eine werbewirksame Veranstaltung glauben, als sich eine Mitarbeiterin der Oper Hilfe suchend an sie wendet. Im Gewölbekeller aus dem Gebäude gehen mystische Dinge vor sich und ein seltsames Wesen wurde gesichtet. Justus, Peter und Bob übernehmen den Fall und ahnen nicht, auf was sie sich eingelassen haben. Plötzlich bricht während einer Aufführung ein Großfeuer aus. Was war es? Brandstiftung? Welche Rolle spielen dabei der undurchsichtige Mondi Freeman und sein rotes Notizbuch? Nur Justus erkennt als einziger, was sich tatsächlich hinter den Kulissen abspielt. Genau, und das ist nicht, was ich meine. Und er lässt am Ende wieder den Erklärbären raus. Und das ist für mich immer in den Folgen ein fetter Minuspunkt. Den Zuhörern nach Ende der Folge alles zu erklären zu müssen und das nicht in der Folge quasi aufzudecken, das sieht für mich so aus, ich habe das Buch leider nicht gelesen, aber im Buch wird es wahrscheinlich anders sein, dass sie das hier wieder für das Hörspiel wieder kürzen muss und deswegen muss Justus am Ende alles erklären. Und das macht das dann schlechter, muss man ganz klar sagen. So, und der Jahrhundertstein, die Folge, die habe ich auch noch irgendwo. Die werden wir mal einzeln besprechen in
ein extra Video. Da hat Jürgen Klunkert natürlich auch mitgemacht. Vielleicht kommen wir dann nochmal dann drauf zurück. Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben. Ihn zu ehren, würde ich mal sagen, schnappt euch heute das Hörspiel und hört euch das an. Es ist eine mittlere 3. Wenn ihr nicht wisst, was ihr heute zum Einschlafen hören könnt, dann nehmt heute mal diese Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vergesst nicht, unter den Kommentaren zu schreiben und zu liken, gell? Damit ich auch weiß, ob euch das gefällt oder nicht.